Ja, liebe Pfarrmitglieder der Pfarre Gersthof, ich begrüße aber in gleicher Weise alle, die heute zu uns aus Nachbarpfarren gekommen sind, denn ich weiß, dass sehr viele Pfarrmitglieder aus den Nachbargemeinden auch immer sehr gerne zu uns nach Gersthof kommen. Das heißt, falls Sie von einer Nachbarpfarre sind, heiße ich Sie genauso herzlich willkommen. Mit Ihrer Anwesenheit heute dokumentieren Sie, dass Ihnen die Zukunft der Pfarre Gersthof am Herzen liegt. Und um diese Zukunft der Pfarre Gersthof geht es heute und am kommenden Wochenende. Wir wollen Sie heute ausführlich über die möglichen zukünftigen Strukturvarianten unserer Pfarre bzw. unseres Dekanats informieren, damit Sie nach den Messen an diesem Wochenende, morgen nach der Vorabendmesse, am Sonntag nach der Frühmesse und nach der Hauptmesse um 10 Uhr, Ihre Meinung zur Zukunft der Pfarre Gersthof bei einer gläubigen Befragung kundtun können. Es wird Stimmzettel geben und Sie können dann ankreuzen, was Sie sich für die Zukunft erwünschen. Wie Ihnen wahrscheinlich schon bekannt ist, sieht die Erzdiözese zwei grundsätzliche Modellvarianten vor. Die Pfarre Neue bzw. auch Pfarre mit Teilgemeinden, wie es heißt. Alle sich zu einer Pfarre neu bekennenden Pfarren werden dabei aufgelöst. Es entsteht eine neue Großpfarre, die im Fall von Währing ca. 21.000 Gläubige mit einem Pfarrer und mehreren Kaplanen umfassen würde. Das zweite Modell ist der Pfarrverband als eine Übergangslösung, wenn eine Pfarre neu erst in einigen Jahren sinnvoll erscheint. Alle Pfarren eines Pfarrverbandes bleiben zunächst weitgehend selbstständig, eigenständig, werden aber nur von einem Pfarrer und natürlich auch mehreren Kaplänen betreut. Wir haben Herr Magister Pater Matthias Felber als einen Vertreter einer Pfarre neu sitzen und er wird dann referieren. Und für einen Pfarrverband wird Frau Magister Schillhammer sprechen. Das ist mir ein kleiner Fehler passiert, möchte ich darauf hinweisen, habe ich versprochen. Der Pfarrverband heißt Carol Liebe, aber das Li schreibt sich natürlich mit einem langen I und nicht mit einem kurzen I. Wie die Liebe, genau. Wir in Gersthof sehen aber noch eine dritte Variante und deshalb begrüße ich ganz herzlich Helmut Schüller zum zweiten Mal in diesem Jahr bei uns. Dankeschön, dass Sie wieder gekommen sind. Die dritte Variante wäre, die Pfarre Gersthof bleibt eigenständig, arbeitet mit den Nachbarpfarren natürlich auf verschiedenen geeigneten Gebieten zusammen. Hier wird immer wieder die Caritas erwähnt, wo es schon sehr viel Zusammenarbeit gibt, oder auch unsere Jugend arbeitet sehr viel mit den Jugendlichen der anderen Pfarren, der Nachbarpfarren zusammen, ohne aber, dass mit diesen Pfarren eine gemeinsame Pfarre oder ein Pfarrverband begründet werden würde. Wir haben heute eben Vertreter bzw. Befürworter aller drei Varianten eingeladen, die über ihre Erfahrungen berichten werden. Und anschließend an deren Vorträge wird es reichlich Raum für Diskussion geben. Vorab aber noch ein paar Worte zum Ist-Stand. Was ist bisher geschehen? Bereits auf der vorjährigen Klausur des Pfarrgemeinderates im Oktober 2018 wurde das Thema mit Professor Dr. Paul Zulehner bearbeitet. Intensiv haben wir uns auch bei der diesjährigen Klausur im Oktober 2019 mit den Modellvarianten der Erzdiözese auseinandergesetzt. Im Juni dieses Jahres kam an alle Pfarrer des Dekanats Währing ein Schreiben des Bischof Vikars Schutzke mit der Aufforderung, Schritte Richtung Pfarre neu zu setzen. Wir haben gegen das Schreiben unseren Protest eingelegt, da es die Gründung einer Pfarre neu aus allen fünf Währinger Pfarren vorwegzunehmen schien, ohne dass davor mit uns gesprochen wurde. Trotzdem haben wir uns am 14.10. mit Pater Arcadius getroffen, der als Pfarrer einer möglichen Pfarre neu vorgesehen ist. Das Gespräch verlief kontroversiell, insbesondere hinsichtlich der priesterlichen Betreuung der einzelnen Gemeinden, aber durchaus gegenseitig wertschätzend. Auch beim pastoralen Dekanatsrat am 16.10. in Bötzensdorf haben wir dem anwesenden Bischofsvikar Schutzki unsere grundsätzlich ablehnende Haltung gegen das Modell Pfarre neu dargelegt.
ein Treffen mit den stellvertretenden Vorsitzenden der Pfarrgemeinderäte und Vermögensverwaltungsräte der fünf Pfarren von Währing am 28. November. Er gab insofern Neues, als Informationen über die Vermögenssituationen der einzelnen Pfarren ausgetauscht wurden, über die ich Sie aber aus Vertraulichkeitsgründen jetzt in der Öffentlichkeit nicht ins Detail informieren möchte. Nur so viel sei gesagt, Gersthof ist eine Pfarre mit finanziellen Rücklagen. Zuletzt gab es am 29.11. ein Treffen des PGR mit einem Vertreter der Erzdiözese, der für die Umsetzung der Strukturveränderungen in der Diözese zuständig ist. Er hat uns aufgefordert, bis Ende Jänner 2020, also in 2 Wochen, einen Beschluss des Pfarrgemeinderates zu fassen, welches Modell die Pfarre Gersthof anstrebt. Diesen Beschluss werden wir in der nächsten Woche am Dienstag bei unserer nächsten regulären Sitzung fassen. Wir werden dabei aber sehr wohl uns leiten lassen durch das Abstimmungsergebnis der Gläubigen am kommenden Wochenende, wie ich schon gesagt habe, morgen nach der Voramtmesse bzw. am Sonntag nach der Früh- und der Hauptmesse um 10 Uhr dann. Das wird uns eine große Hilfe bei unserer Entscheidung sein. Wir werden dann den Beschluss fassen und ihn der Erzdiözese mitteilen, welche Auswirkungen der Beschluss einer Pfarre letztlich hat, werden wir dann wohl in einigen Monaten erst erleben können. Dankeschön.